Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 von der Nordfriesischen Marsch. Ja, in der letzten Folge habe ich ja die ganzen kleinen Krümelhölzer da weggesammelt. Hier ist eigentlich wieder eine Palette voll. Der Wario ist fertig, den werden wir uns jetzt mal vornehmen. In dieser Folge werde ich mal gucken, dass wir schon mal den Wario zumindest zum Main kriegen. Hier ist er. Der braucht gerade kein CP, im Moment nicht. Da fahre ich jetzt zum Händler einmal rüber mit. Dann kriegt er wieder normale Bereifung. Das Gewicht kommt hinten ran. Ne, bleibt vorne dran. Weil das Mähwerk kommt hier hinten ran. Oh, ich habe mich verfahren wieder mal. Hallo? Ja, dann geht der zur Wiese 8 und mäht da einmal schon mal. Das heißt, wir müssen den Kurs wieder einfahren. Ne, müssen wir glaube ich nicht. Ich glaube, das wurde gespeichert. Gucken wir gleich mal. Mal auch so gucken während der Fahrt. Hat er den Randkurs gespeichert? Ne, ja, da hat er doch, den hat er genommen. Da bin ich schon mal ein bisschen Arbeit abgenommen. Also, wie ich ja in der letzten Folge erzählt habe, der Speicherstand, da wurde ja nicht gespeichert, aber CP speichert ja selber schon mal. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch mal den Mäher ansetzen und dann ist das Thema durch. Dann stellen wir den Striegler hier einmal unter das Dach. Ah, ich fahre erst noch konfigurieren, glaube ich. Fahren einmal hier hin. Konfigurieren, geben ihm Standardbereifung. Okay, das Spiel hat das Gewicht abgekoppelt. Gewicht her, ja, umgekippt, genau. Jetzt aber. So, dann das Mähwerk. Und das Mähwerk da hinten ran. Dann fahren wir einmal zur 8 rüber, zu dieser 8. Kann er auf jeden Fall schon mal loslegen. Er müsste eigentlich auch gleich erstmal die erste Ladung Kompost schon kommen, weil ich sehe gerade hier, unser Hackschnitzelmann fährt hier auch schon wieder hoch. Wild über den Grünstreifen. Hier jetzt links, nicht wie die letzten Male einfach falsch abbiegen.
Okay. Als erstes können wir das mal in den Wiesenordner verschieben. Einmal laden. Westen Richtung. Nee, da will ich in Norden und ein Nachgewände. Genau. Es kann auch sein, dass er jetzt erst ein Vorgewende macht. Er macht jetzt erst ein Vorgewende. Auch nicht so schlimm, habe ich mich verklickt. Wie er es mäht, ist ja Wurst. Hauptsache er mäht. Gut. Den lassen wir arbeiten. Er ist jetzt gerade in sein Nachgewende gefahren, ne? Nee, fährt jetzt gerade rein. Das heißt, der kann sich dann gleich den Striegel, den Schwader holen. Legt er dann im Verkehr fest? Ja, guck mal. Guck mal immer schön. Dass das früher oder später passieren musste, war eigentlich klar. Den Mist auch schon wieder verkaufen. Sieht auch gut aus. Ist auch fleißig dabei. Er nimmt sich mal jetzt hier die zwei Paletten wieder. Wir hier hin, damit wir nämlich jetzt auch, wenn der erste Kompost da ist, möglichst schnell das Ganze hier in Betrieb nehmen können. Das bringt ja auch gut Schotter. So, dann standen hier noch zwei Paletten. Aber die lohnen sich eigentlich nicht, ne? Nee. Ah, die zwei kann ich mal rüberfahren. Dann kann ich mich noch mal dran machen, noch mal eine Tätigkeit, die ich gerade schon gemacht habe, also in einer der letzten Folgen. Indem ich das Holz hier aufsammeln. Fangen wir hier an. Muss ich hier auch demnächst nochmal die Stuppen wegmachen. Dann muss ich mit dem LKW demnächst hier definitiv auch noch die langen Hölzer raussortieren. Aber das geht dann ruckzuck, das ist einfach nur durchfahren.
Den hat er sich auch genommen. Da kriege ich ihn ja rüber gezerrt. Seite wechseln. Der Seite wechseln. Dann nimmt er sich den da auch so weg. Ja. Das ist noch der hier. Und den hat er auch. So, dann ab zum Hexer damit. Kann ich die nächsten Hackschnitzel eigentlich schon zur Zellulosefabrik hochfahren lassen? Weil wenn wir jetzt Gras für den Komposter kriegen, brauchen wir ja eigentlich keine Hackschnitzel mehr dafür. Ich brauche die rechte Seite und dann einmal abladen. So, gucken wir mal, wie weit der ganze andere Burgpark ist. Er ist auch gut dabei. Ja, er macht gerade sein Nachgewinde. Komische Stückchen hier. Warum hat er eigentlich hier keinen keine Unterstützung an. Dann müsste das doch schneller gehen. Mit Allrad etc. Warum hier die Textur vom Pflügen immer in eine Richtung ausgerichtet ist, weiß ich auch nicht. Warum das nicht in die Flugrichtung mitgeht. Der sich mit dem Flug quält, ne?
könnte er jetzt anheben und losfahren. Oder kriegt er hier die Ecken noch mit? Nee. Wer ist denn gefahren hier mit den zwei Verbindern? Ach, der ist bis dahin gefahren. Okay. Hab ich ja Glück gehabt, dass er nicht in den Baum gelandet ist oder oder Gegenverkehr kam. Hier gucke ich jetzt erstmal zu, weil ich bin gespannt, wie die Linie weiter läuft da vorne. Wie knapp das mit dem Baum war. Okay, mittig auf der Straße ist er hier noch. Ah, geht, so knapp mit dem Baum war das nicht. Gucken, wie das mit der Leitplanke gleich passt. Er fährt dann auf jeden Fall jetzt erstmal zur 8, stellt den Flug da ab, weil den brauchen wir da. Und dann nimmt er sich den Schwader. Und wenn er mit dem Meer fertig ist, nimmt der sich den Sammelwagen. Da müssen wir noch eine Tour zum Komposter einrichten. Und mal gucken, ob der Trecker in der Zellulosefabrik auch selber abkippt. Theoretisch muss das gehen. Das können wir gucken, ob das. Können wir ja testen. Einfach mit dem vollen Anhänger hochfahren. Wenn es nicht geht, ja gut, dann muss ich mir da eine Parkstation, eine Parkposition machen. Lustig, so eine kleine Ecke kann nicht gepflügt werden, weil da die Ecke von dem Acker so ein bisschen reinguckt. Aber ist auch Wurst, ob das kleine Ding da gepflügt ist oder Peng. Oh, hier die Leitplanke. Ich denke mal, das Fliegen werden wir gerade fertig kriegen bis zum Ende der Folge. Das heißt, ich werde in der nächsten Folge dann mit dem Wecker zur 8 fahren und den Schwader holen. Dann könnte eigentlich der entweder nächste oder übernächste Folge ist der mit der Saatmaschine auch fertig. Könnte der hier drauf? So, mal gucken. Kann ich den hochdrehen eigentlich in der Geschwindigkeit? Ne. In den Tempomaten kann ich nicht eingreifen. Hier die Geschwindigkeit hat er ja schon drin.
Komm, letzten Meter noch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.